einfach war. Die notwendigen Kanti der Magica Taumaturgia zur Arcanogenese des Artefakts zu elaborieren und zu applizieren, erforderte einige Zeit der Vorbereitung. Während der Visitation der einzelnen Teile detektierte ich einen geschickt verborgenen Cantus der Magica Destructiva, äußerst perikulöser Natur, der die Teile perflukturierte. Das Resultatum einer akzidentalen Aktivierung eines Cantus solcher Potentia hätte ungeahnte Auswirkungen induziert. Also auf gut Deutsch hätte er versucht, die Statue zusammenzusetzen, hätte es bumm gemacht. Ich memoriere da einen Adepten aus Festum, der während einer Analyse einen Cantus übersah. Was wohl aus ihm geworden wäre, wenn ihm damals dieses, Missgeschick nicht widerfahren wäre. War talentiert, dieser Bursche. Sehr talentiert. Eure Ausführungen sind sicherlich sehr interessant, aber sollten wir dich langsam aufbrechen, wohin auch immer es gehen mag? Sie meinen? Ach so, ja, stimmt. Es wird wirklich Zeit. Ich, kann leider nicht sagen, wie, lange die Statuette halten wird. Gut möglich, dass sie vorzeitig auseinanderfällt. Hoffentlich nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das, wird uns Frenja jetzt wohl mitteilen. Wir müssen zunächst nach Talon. Dort soll es auf einer Anhöhe in der Nähe der Stadt einen alten verlassenen Zwergenturm geben. Wenn man von dort aus einem Bachlauf folgt, gelangt man zu der Stelle, an der sich der Zugang befindet. Dort muss die Statuette aktiviert werden, um das Tor zu öffnen. Den Turm kenne ich. Von dort aus gelangt man auch zu dem Hort des Drachen, der sich in Talon niedergelassen hatte. Nun, von einem Drachenhort erwähnt das Dokument nichts. Das geschah auch erst später. Inzwischen ist der Drache tot und stellt keine Gefahr mehr dar. Das ist beruhigend. Dann treffen wir uns am Zwergenturm. Ihr solltet euch gut auf die kommenden Ereignisse vorbereiten. Ohne die entsprechende Ausrüstung könnte das ganze Unterfangen schwierig werden. Und außerdem bereiten mir die schwarzen Amazonen noch Sorgen. Ich glaube nicht, dass sie so leicht aufgeben werden. Da spricht Frenja ein wahres, Dings. Wort. Ja. Erledigt hier, was auch immer ihr noch zu tun habt, und kommt anschließend zu diesem Turm. Wir werden dort auf euch warten. In Ordnung, dann bis später. Also ja, was kann ich noch großartig mich vorbereiten? Ich habe keine bessere Ausrüstung gefunden. Ich wüsste nicht, wo wir noch welche herkriegen sollen. Ich habe mit Rakorium über die Statuette gesprochen. Ich habe Rakorium und Frenja am Stadttor getroffen und ihnen gesprochen. Um das Auge der Göttin zu erlangen, müssen wir nach Talon reisen. Ich sollte mich vorher gut ausrüsten. Es ist soweit. Erzmagier Rakorium hat die Teile der Statuette zusammengesetzt. Jetzt können wir uns endlich auf die Suche nach dem Auge der Göttin begeben. Der Zugang zur Höhle, in der das Auge der Göttin verborgen ist, befindet sich in der Nähe des alten Zwergenturms in Talon. Ich soll Rakorium und Frenja dort treffen. Wer weiß, was mich dort erwartet. Ich sollte also für eine entsprechende Ausrüstung sorgen und mich um noch unerledigte Dinge kümmern. Ja, aber da wir nichts mehr haben. Und wie gesagt, ich hab mal aus Gemeinheit die Questliste für das Auge der Göttin gelesen, weil ich nicht wusste, was noch alles übrig bleibt. Wir haben aber wirklich jede Quest gemacht bis jetzt. Also bessere Ausrüstung werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Für mich sowieso nicht. Da ist das Flammenschwert, was wir da jetzt durch die Anleitung haben aus der Fliegenqueste, das Beste. Gut, wir könnten die Zweihandwaffen, die uns einmal Graf Grovin und der Schmied in Moorbrück gemacht haben, nutzen, aber keiner ist da geskillt drauf. Was wir machen sollten, was ich gerade noch sehe, ist Punkte vergeben. So, überreden. Feinen Schärfen ist Maximum. Es ist Körperkraft bei ihm auch Maximum. Mehr brauchen wir auch nicht bei ihm. Bei dir. Machen wir noch einen Punkt Gewandtheit, dass du besser ausweichen kannst. Waffenmäßig bist du voll. Du bist auch voll. Armbrust können wir dir nichts geben. Schlösser knacken ist Maximum. Magiekunde können wir auf Maximum machen. Einen Punkt Gewandtheit auf jeden Fall. Betören Etikette.
Und zaubermäßig den Balsam verbessern, den Ignifaxius verbessern. Den benutzen wir ja öfter als den Fulminictus. So, bei dir auch. Okay, Balsam ist auf Maximum. Gewandtheit ist auf Maximum. Du könntest aber mehr Konstitution vertragen. 2 Punkte. Bogen ist auch auf Maximum. Okay. Das sind dann wenigstens ein paar Punkte mehr, die du hast, wenn du da als Leben. Hilfreiche Tatzis Maximum. Okay, dein Armatrutz hätten wir noch verbessern können, aber ist okay. Merk. Ah ja, Vorgrim. Ne, da kommt noch ein Punkt in Gewandtheit, wenn wir die Punkte zusammenkriegen sollten. Jetzt aber nach Talon. Mal gucken, je nachdem wie es läuft, sind wir vielleicht heute mit dieser Aufnahmesession dann auch fertig. Mit dem Auge der Göttin. So, einfach durch Talon durch und zum alten Turm marschieren. Naja, auch hier in Talon können wir nicht mehr großartig was machen. Ah, und hier ist die Musik auch wieder lauter. Der Hauptmann steht gar nicht mehr hier. Der steht wieder am Tor, so wie es aussieht. Und ja, ich laufe gerade wieder irgendwelche komischen Wege, um rauszukommen. Rondra zum Gruß. Nett von euch, unser beschauliches Städtchen mal wieder zu besuchen. Wie ich euch inzwischen kenne, habt ihr sicherlich einen Grund dafür. Sag gegrüß, Hauptmann. Diesmal nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Und das soll ich glauben? Ich hätte schwören können, ihr seid wegen der schwarzen Amazonen nach Talon gekommen. Schwarzen Amazonen? Hier, seid ihr sicher? Ja, so ziemlich. Jäger Rombacher hat angeblich welche im Wald gesehen. Ich habe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Ich frage mich nur, was sie hier wollen. Das ist ein merkwürdiger Zufall. Wisst ihr, ich bin nämlich erst kürzlich im Ferdok auf einige schwarze Amazonen getroffen. Die waren dort in den Hesinde-Tempel eingedrungen. Bei den Zwölfen? Das ist ja unglaublich! Und ihr meint, die beiden Ereignisse hängen zusammen? Ich bin nicht sicher, vielleicht ist es so. Ich werde mich der Sache am besten einmal annehmen. Danke für euer Angebot. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Versteht mich nicht falsch, aber für den Ruf der Stadtwache ist es nicht gerade förderlich, wenn wir solche Angelegenheiten an andere übertragen. Ich werde die Wachen an den Stadttoren verstärken und einen Suchtrupp zusammenstellen. Vielleicht gelingt es uns ja, die schwarzen Amazonen zu stellen. Ganz wie ihr wollt, Hauptmann. Viel Erfolg. Okay, mehr sagt er uns nicht. Der Turm ist auf dieser Seite. Ja. So, jetzt müssen wir erst wieder den Weg hier runterfinden. Der ist hier.
So, und dann werde ich an der Stelle, wenn alle mal neben mir sind, schon mal einen Safe machen. Ne, warte, machen wir da Ende Fragezeichen draus. So. Gut, da unten sind sie. Ich, ja, grüße euch. Seid ihr bereit? Ja, es kann losgehen. Dann, wollen wir mal. Einen Moment noch, eure Magnifizienz. Was, gibt es denn noch? Ihr habt die Truhe vergessen. Truhe? Wie? Ach ja, die Dings, Truhe. Die war mir wohl tatsächlich entfallen. Da wir nicht wissen, was uns erwartet, haben wir noch einige Sachen besorgt. Ihr findet sie hier, in der Truhe. Nehmt euch, was ihr davon braucht. Danke, das werde ich. Aber ist der Zugang nicht vom Prinz Amon wieder verschlossen worden? Das sollte eigentlich noch das geringste Dings, Problem sein. Wenn ihr das sagt, eure Magnifizenz, dann legt los. Also, Truhe. Was hat die Truhe? Oh, großer Heiltrank ist auf jeden Fall. Tenorabs Pfeile, 10 Stück. Ist gut. Ausdauertrank. Und Oglitzut. Okay. Ein Zwerg, ein Wort. Tenolaps Pfeile, großer Ausdauertrank. Sprich, Freund. Ja, aber wir switchen jetzt an der Stelle mal auf Kriegspfeile und Kriegsbolzen erstmal um. Und ja, das Auge der Göttin. Ich habe Freni und Rakum am Zwergenturm getroffen. Foramen Foramino! So, das wäre es wohl. Geht ihr bitte voran. Wir folgen euch auf dem Dings. Ach, Fuße. Auf zur Höhle. Erzmarin Rakum hat das Tor zum alten Zwergenturm in Talung geöffnet. Ich sollte jetzt hindurchgehen. So, da wären wir. Wir müssen jetzt einfach dem Pfad, der am Fluss entlang führt, folgen. Dann sollten wir irgendwann an die entsprechende Stelle stoßen. Gut, übrigens beim letzten Besuch hier sind wir auf zahlreiche Harpchen gestoßen. Danke für die Warnung. Eine Gefahr, die man kennt, ist keine Gefahr mehr. Seid ihr bereit, Erzmagus? Wie meinen? Ja, es kann losgehen. Nottel, du wirst hier auf uns warten. Vermutlich wird es, gefährlich. Ja, Meister. Okay. Toll, ich habe Rakorium und Frenja jetzt in meiner Truppe. Und Frenja spricht gleich einen Armatrutz auf sich. Ja, Harpien. Hallo, Harpien. Oh, hab hier die Festhängen, das mag ich gerne. Also ja. So. Das waren die Harpien und ja, das meiste haben Frenja und Rakorium erledigt. Wenn es so weitergehen würde, das wäre schick.
Weil Vairacorium ja immer noch einen Haufen Astralpunkte haben sollte, hoffe ich mal. Als Rakorium.